Ich möchte noch was mit auf den Weg geben zur Kommunikation, dir zu erlauben, so zu kommunizieren, ganz authentisch die Dinge, die in dir sind, diese tiefe innere Weisheit, die in dir ist und deine Wahrheit. Also auch ganz nach dem Motto, künftig nicht mehr Ja zu sagen, wenn du eigentlich Nein meinst. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Dieser Tag ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Guten Morgen zu dir, zu euch. Schön, dass du da bist. Wenn ich gut zu sehen und zu hören bin, dann freue ich mich über ein Herz oder einen Daumen hoch, damit ich weiß, dass du mich gut sehen und hören kannst, dass du da bist. Ich sehe, ich habe Zuschauer. Wer es ist, kann ich noch nicht sehen. Gerne im Kommentar mal was reinschreiben. Da freue ich mich. Ja, ich möchte dir auch erstmal gratulieren, dass du hier mit dabei bist. Wir sind heute an Tag 6 der 21-Tage-Challenge und du gehörst zu denjenigen, die wirklich mehr aus ihrem Leben machen möchten, die es wissen wollen, die ihre Einzigartigkeit entdecken wollen, die an dem Punkt im Leben sind, wo sie merken, da ist irgendwas in mir drin, was noch gelebt werden möchte, was entdeckt werden möchte und wo ich mich selbst verwirklichen möchte, im Sinne von ich wirke, Selbstverwirklichung, selbstbestimmt leben. Sich selbst zu vertrauen. Darum geht es ja jetzt hier. Und deshalb Glückwunsch an dich zu deiner Entscheidung, dass du hier dabei bist, denn du bist auf dem richtigen Weg. Das darfst du dir selbst schon mal so als Rückenstärkung einfach auch mal noch aufnehmen und dir selbst hier auf die Schulter klopfen. Ja, gestern haben wir uns mit unserem Herzen beschäftigt und heute geht es weiter mit dem Kehlchakra. Das befindet sich hier in unserer Halsgrube, ist Sitz unserer Kommunikation und ich glaube, wir Frauen vor allem haben da so eine Neigung. Es gibt so den schönen Satz, sag nicht ja, wenn du nein sagen möchtest. Ich glaube, das kennen wir alle. Ich kenne das nur zu gut auch noch aus meinem früheren Leben. Wie oft habe ich Dinge zugesagt oder gemacht und getan, ich gedacht habe, oh, eigentlich möchte ich das doch gar nicht. Oder wo ich nicht offen kommuniziert habe, wo ich nicht meine eigene innere Wahrheit zum Ausdruck gebracht habe, nicht authentisch war, wo ich einfach auch Angst hatte, mich überhaupt auszudrücken. Das sind alles so Muster, die aus unserer, ja, Kinderstube auch resultieren, wo wir, wenn wir denn mal uns getraut hatten, irgendwas von uns zu geben, also unsere innere Weisheit zum Ausdruck zu bringen. Wir sind ja nicht ernst genommen worden. Allein schon von unserer Größe her als Kind hat man uns nicht ernst und wahrgenommen. Man hat uns zurückgewiesen, man hat uns ausgelacht, wir haben uns vielleicht auch verspottet gefühlt. Das hat sich dann nachher natürlich auch in der Schulzeit wieder gespiegelt. Ich erinnere mich gerade, wie oft habe ich im Eck an der Seite gestanden und habe die anderen einfach nur beneidet, wie sie miteinander spielen. Und ich wäre so gern dabei gewesen, aber vorher in der Stunde habe ich mich blamiert gefühlt, weil der Lehrer, keine Ahnung, irgendwas zu mir gesagt hatte oder mich drangenommen hatte und ich wusste nichts oder hatte Angst überhaupt zu sprechen. Ich hatte auch noch so bei meiner Erstausbildung, fällt mir gerade ein, so eine Angst vor der Kommunikation, wenn ich mich denn dann mal getraut hatte, irgendwas von mir zu geben, habe ich angefangen zu stottern, bin rot geworden. Und wenn man danach gefragt hat, mein Vorgesetzter oder Kollegen, ja, dann habe ich erst recht keinen Ton mehr rausgekriegt. Aber also nur damit du einfach mal weißt, das wurde mir auch nicht in die Wiege gelegt, das Sprechen, frei zu sprechen, beziehungsweise meine innere Wahrheit auszusprechen, das sind alles Dinge, die ich mir angeeignet habe. Und du bist jetzt hier dabei und bist auf dem besten Weg, einfach auch dein Kehlchakra, deine Kommunikation auf ein anderes Level zu bringen, Dinge zu heilen. Denn Stimme kommt auch von Stimmung. Und das sind ja gerade so die Situationen, wo wir uns nicht getraut haben, zu uns selbst zu stehen, zu unserer Wahrheit zu stehen.
Und da fühlen wir uns nachher schlecht. Das führt zu einer eigenen schlechten Stimmung. Das ist jetzt so diese, was ich gerne als Fremdkommunikation bezeichne, wo wir eben mit anderen im Austausch, im Gespräch sind und nicht uns erlauben, zu uns zu stehen. Das schauen wir uns jetzt gleich in der Meditation noch an und bringen das in die Heilung. Das andere ist aber, und dazu möchte ich dich auch dazu einladen, die Eigenkommunikation. Wie kommunizierst du mit dir selbst im Stillen? Wenn du dich da mal beobachtest, fühl dich da mal eingeladen, die Kommunikation mit dir selbst zu beobachten. Ich glaube, wir sprechen sehr, sehr oft mit uns selbst so auf eine Art und Weise. Beobachte dich bitte mal, wie du mit deiner besten Freundin nicht kommunizieren würdest oder mit deinem besten Freund. Deshalb die Einladung, dich da auch mal zu beobachten und mal zu beginnen, liebevoller auch mit dir selbst zu kommunizieren. Und wenn du dich jetzt dabei beobachtest, heute, die nächsten Tage, was du da an Zwiegesprächen in deinem Kopf, in deinem Gedankenkabarett mit dir führst, dann wandle das bitte auch mal um in liebevollere Kommunikation dir selbst gegenüber. Und so kommst du deiner Einzigartigkeit immer näher. Gut, ja, dann lass uns starten jetzt. Wir nehmen jetzt mal Kontakt mit unserem Kehlchakra auf, reinigen, energetisieren das. Und dazu würde ich dich einladen, jetzt mal eine bequeme Sitzhaltung wieder einzunehmen. Der Rücken sollte möglichst gerade sein, sodass die Energie frei fließen kann. Die Hände gerne mit den Handflächen nach oben gerichtet, auf die Oberschenkel legen, so wie um alles Gute aufzufangen. Die Füße sind nebeneinander auf dem Boden, sodass du auch Kontakt zur Mutter Erde hast, die dich nährt und trägt. Und dann lade ich dich ein, mal zwei, dreimal tief auszuatmen, durch den Mund gerne auszuatmen. Die Schultern sinken zu lassen mit dem Ausatmen. Stell dir einfach vor, wie du dich in deinen Körper mit dem Ausatmen sinken lässt. Mach das ganz so, wie es dir jetzt möglich ist. Mach es dir ganz einfach, ohne dich jetzt auf irgendeine Art und Weise zu bewerten und zu beurteilen. Und lass dann den Atemstrom ganz leicht und frei fließen durch die Nase ein und aus. Und beobachte eine Weile deinen Atemstrom. Nimm die Sitzfläche wahr, die dich trägt. Und treff auch gerne die Entscheidung, dich jetzt tragen zu lassen. Von der Sitzfläche. Aber auch dich tragen zu lassen, ganz vertrauensvoll vom Leben. Und komm so ganz im Hier und im Jetzt, in deinem Raum und auch in unserem gemeinsamen großen energetischen Raum hier an. Atme und nimm wahr, wie gut das jetzt tut, einfach nur da zu sein. Dass du dir erlaubst, jetzt auch einfach nur da zu sein in dem Augenblick, der jeden Moment schon wieder ein neuer ist. Erlaube dir jetzt ganz präsent im Hier und im Jetzt anzukommen. Wunderbar machst du das. Die Gedanken, die aufkommen, lässt du einfach vorbeiziehen. Gerne auch mit dem Gedanken, ups, das ist ja ein interessanter Gedanke, der jetzt aufkommt. Und lass ihn dann einfach weiterziehen. Allein wenn du bei jedem Gedanken, den du wahrnimmst, der dich ablenken möchte, dieses Sätzlein dir formulierst, ups, das ist ja ein interessanter Gedanke, der da aufkommt, gehst du in die Beobachterrolle und einfach weiterziehen lassen, den Gedanken.
Vielleicht kannst du auch die Stille und die Ruhe und den Frieden wahrnehmen, der dich umgibt jetzt. Erlaube diesen Energien, sich jetzt auch mehr auszubreiten. Nimm sie wahr, erlaube ihnen da zu sein. Erlaube auch dir jetzt einfach da zu sein. Wunderbar machst du das, ganz großartig. Ja, und dann gehen wir mit der Aufmerksamkeit zu unserem Kehlchakra, das sich in der Mitte der Halsgrube befindet, da wo unsere Kommunikation sitzt, unser Selbstausdruck, unsere Stimme. Und ich lade dich ein, jetzt einfach in deiner Vorstellung über dieses Kehlchakra deinen Atemstrom ein- und ausströmen zu lassen. Einfach mitmachen, einfach vorstellen, wie es wäre, wenn der Atemstrom über dein Kehlchakra jetzt ein- und ausströmt. Du kannst nichts falsch machen, so wie du es machst, ist es wunderbar und richtig. Einfach vorstellen, dein Atemstrom strömt über dein Kehlchakra ein und wieder aus. Und dann gehen wir noch den nächsten Schritt. Dann lade ich dich ein, dir vorzustellen, wie jetzt hellblaues Licht, Liebe und Lebensenergie in dein Kehlchakra einströmen. Und mit jedem Ausatmen erlaubst du dem Kehlchakra, sich zu befreien von Blockaden, von Themen, die dich bislang daran gehindert haben, zu dir und zu deiner Wahrheit zu stehen, zu deiner Kommunikation zu stehen, zu deinem Selbstausdruck. Du brauchst noch nicht mal an eine spezielle Situation jetzt zu denken. Einfach vorstellen, wie hellblaues Licht ganz tief und genüsslich in dein Kehlchakra einströmt, verbunden mit den Energien der Liebe und der Lebensenergie. Mit dem Ausatmen erlaubst du deinem Kehlchakra, sich mehr und mehr zu öffnen und sich zu befreien von all den Themen und Blockaden, die sich da manifestiert haben, die du unbewusst manifestiert hast. Erlaube dem Kehlchakra, sich so zu reinigen. Erlaube all den Energien jetzt, dein Kehlchakra zu verlassen, zu deinem höchsten Wohle und zum höchsten Wohle aller Beteiligten, aller Beteiligten. Sei ganz im Vertrauen, dass jetzt in dem Maße die Heilung geschieht, die geschehen darf. Und wenn dein Denker, dein Verstand jetzt vielleicht beginnt zu kommunizieren und vielleicht das alles in Frage stellt, was du hier gerade machst, erlaube deinem Denker, deinem Verstand, solche Gedanken dir zu schicken. Unser Denker, unser Verstand, der möchte immer direkt greifbare Ergebnisse haben und sehen. Sei dir bewusst, erlaube dir dieses Bewusstsein, dass du auf dem richtigen Weg bist und dass genau diese Übung, die du jetzt machst, das Richtige für dich ist. Und erlaube deinem Denker, deinem Verstand zu beobachten. Er darf mit beobachten. Ich lade dich dazu ein, deinen Verstand, deinen Denker als Beobachter einzusetzen. Ganz wie der Volksmund es uns auch schon sagt, der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Ganz tief und genüsslich atmest du über dein Kehlchakra hellblaues Licht, Liebe und Lebensenergie ein. Und mit dem Ausatmen erlaubst du dem Kehlchakra,
sich zu befreien und zu öffnen und zu reinigen. Wunderbar. Und dann lade ich dich dazu ein, mal diesen Satz auf dich wirken zu lassen. Wo war ich in der Vergangenheit noch nicht in der Lage, mich selbst und meine innere Wahrheit und Weisheit auszudrücken? Wo war ich in der Vergangenheit noch nicht, Betonung liegt auch noch nicht, in der Lage, mich selbst, meine innere Weisheit und Wahrheit auszudrücken. Lass das mal auf dich wirken. Lass den Atemstrom weiter über dein Kehlchakra ein- und ausströmen. Und dann lade ich dich ein, mal bitte diesen Satz aufzunehmen. Ich bin auf dem Weg, mich dem Gedanken zu öffnen, dass ich ab sofort in der Lage bin, ganz authentisch so zu kommunizieren, wie es meiner inneren Wahrheit und Weisheit entspricht. Ich öffne mich dem Gedanken, dass ich ab sofort auf dem Weg bin, mir zu erlauben, ganz authentisch so zu kommunizieren, wie es meiner inneren Wahrheit und Weisheit entspricht. Noch einmal ein bisschen verstärkt. Ich erlaube mir ab sofort so zu kommunizieren, ganz authentisch, wie es mir selbst, meiner inneren Wahrheit und Weisheit entspricht. Ich setze gerne deinen Vornamen jetzt noch ein. Erlaube mir ab sofort so zu kommunizieren, ganz authentisch, wie es mir und meiner inneren Wahrheit und Weisheit entspricht. Ich erlaube mir ab sofort so zu kommunizieren, ganz authentisch, wie es mir selbst meiner inneren Wahrheit und Weisheit entspricht. Jetzt nimm mal einen tiefen Atemzug und spür mal, wie sich das für dich anfühlt. Spür mal nach, wie es sich für dich anfühlt, jetzt die Entscheidung getroffen zu haben, ab sofort in deiner Kommunikation zu dir selbst zu stehen, es dir zu erlauben. Wenn es noch ungewohnt ist, nimm auch das einfach wahr, dass es vielleicht noch ungewohnt ist, auch das darf sein. Aber mach dir bewusst, dass du auf dem Weg bist und dass diese neue Kommunikation mit dir selbst und auch mit anderen Menschen, mit deiner Umgebung, jetzt ab sofort einen immer größeren Platz einnehmen darf. Wunderbar.
Lass in deinem eigenen Rhythmus jetzt noch dreimal ganz tief und genüsslich hellblaues Licht, Liebe und Lebensenergie in dein Kehlchakra einströmen und mit dem Ausatmen erlaube ihm, sich zu befreien. Von all den Themen und Blockaden, die sich da im Laufe der Jahre angesammelt haben, vielleicht sogar noch aus früheren Leben stammen. Vielleicht sogar noch karmische Gelübde und Versprechungen sind, die du jemals eingegangen bist, die du aber ab sofort nicht mehr benötigst. Lass dann deinen Atemstrom jetzt wieder über deine Nase. Geh wieder mit der Aufmerksamkeit zu deiner Nase. Lass spür mal, wie der Atemstrom jetzt wieder über deine Nase ein- und ausströmt. Spür nochmal diese gute Energie, die dich gerade umgibt. Erlaube dieser guten Energie auch noch ein bisschen stärker zu werden. Erlaube dir, diese Energien der Ruhe, des Friedens und der Harmonie jetzt mal noch einzuatmen. Stell dir vor, wie du einfach jetzt die Energien der Ruhe, des Friedens und der Harmonie einatmest. Und diesen Energien erlaubst, Atemzug für Atemzug sich in deinem gesamten physischen Körper auszubreiten. Und auch darüber hinaus zu strömen, auf alle Ebenen deines Seins. Und nimm dann einen tiefen und bewussten Atemzug. Beweg dich nochmal, die Hände, die Füße, die Schultern. Und mit dem Ausatmen öffnest du deine Augen und kommst wieder ganz im Hier und im Jetzt an. Ja, willkommen zurück. Ich möchte dir noch was mit auf den Weg geben zur Kommunikation, dir zu erlauben, so zu kommunizieren, ganz authentisch. Die Dinge, die in dir sind, diese tiefe innere Weisheit, die in dir ist und deine Wahrheit. Also auch ganz nach dem Motto, künftig nicht mehr Ja zu sagen, wenn du eigentlich Nein meinst. Denn wenn du auf der Ebene der Liebe kommunizierst, kannst du niemand anderen verletzen. Wir können andere Menschen nur verletzen, wenn wir aus Angst heraus kommunizieren. Liebe kann nicht verletzen. Und wir handeln, aber auch wir kommunizieren. Oder das Kommunizieren kommt ja auch aus dem Handeln. Immer aus zwei Emotionen heraus. Entweder aus der Liebe oder aus der Angst heraus. Und unter die Angst, da fallen diese Emotionen wie Wut, Hass, Neid, Zorn, Eifersucht. Also auf diese Angst zu kurz zu kommen in irgendwelchen Bereichen. Die Angst des Mangels, zu wenig zu haben, zu wenig zu bekommen. Und wenn du aus dieser Ebene heraus kommunizierst oder wenn wir aus dieser Ebene heraus kommunizieren, aus der Ebene der Wut, des Hasses, Zorn, Eifersucht, dann sind wir nicht wirklich bei uns, bei unserer tiefen inneren Weisheit, bei unserem Herzen. Dann sind wir im Außen und dann können wir verletzend wirken. Dann senden wir das aus und das andere, das Gegenüber, fühlt sich angegriffen und wird auch entsprechend reagieren, wenn der oder diejenige nicht ganz bei sich selbst ist, dass sie es gerade in der Situation schafft, aus dem Herzen heraus zu kommunizieren. Und dann entstehen solche Situationen, wo man in Streit gerät, in Diskussion gerät und letzten Endes einen Scherbenhaufen hinterlässt. Und wenn du dir das bewusst machst und künftig
Vor allem, wenn du in Gesprächen mit Menschen bist, die vielleicht, ja, wo die Situation vielleicht herausfordernd für dich ist. Und bevor du dann kommunizierst, nimm ein, zwei tiefe Atemzüge, bevor du anfängst zu kommunizieren, zu sprechen. Oder nimm zumindest einen tiefen Atemzug, komm ganz bei dir an und fang erst dann an zu reden. Und erlaube dir aus deinem Herzen heraus, aus der Liebe heraus zu sprechen. Und dann wirst du merken, wie du auf eine andere Art und Weise kommunizierst, wie dein Gegenüber auf eine andere Art und Weise sich dann eben auch dir gegenüber verhalten kann. Also, fühl dich ganz, ganz lieb umarmt, hab einen wunderbaren Tag. Erlaube dir insbesondere heute ganz offen, authentisch und frei aus deinem Herzen heraus zu kommunizieren. Und wir sehen uns morgen nochmal in alter Frische, auch am Sonntag um 8 Uhr. Bis dahin, ciao, ciao.